So, hallo Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge von Frag Alex. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was für eine Gesellschaftsform soll ich denn wählen? Grundsätzlich geht es bei den Gesellschaftsformen darum, dass du es einfach trennst, die private Vermögensverwaltung von gewerblichen Aktionen. Gewerbliche Aktionen sind einfach solche, wo du ankaufst und verkaufst mit dem Zweck, Geld zu verdienen, und zwar auf gewerbliche Art und Weise. Gewerblich ist definiert ein üblicherweise ein Handelsbetrieb bzw. vollständigen Betrieb erfordernd. Das heißt mit Buchhaltung etc. etc. Lange Rede, kurzer Sinn: Alles, was du ankaufst und verkaufst innerhalb von kurzer Zeit, ist gewerblich, und das solltest du unbedingt in einer GmbH tun, auch nicht in einer Einzelunternehmung und auch nicht in einer GbR, sondern wirklich in einer Gesellschaft, die eine eigene juristische Person ist. Könnte auch eine AG sein. Eine AG ist nur zu kompliziert. Könnte auch eine UG sein. Allerdings hat die UG einen etwas schlechten Ruf. Also, Sachen, die ihr also 10 Jahre und länger halten wollt, oder Cashflow-Objekte, idealerweise ins Privatvermögen. Also sprich, einfach privat kaufen. So, jetzt fahren wir hier gerade ein bisschen überschienen. Einfach privat kaufen. Und alles, was ihr handeln und innerhalb von 10 Jahren verkaufen wollt, weil das ist nämlich die Spekulationsfrist, das über eine GmbH handhaben. Und wenn ihr reine Cashflow-Objekte habt, von denen ihr denkt, die werden nicht besonders im Wert steigen, dann solltet ihr das wiederum über eine vermögensverwaltende GmbH machen. Hierzu habe ich allerdings genaue Videos. Was ist das? Wofür benutzt man das? So, das war die Antwort auf die Frage, welche Gesellschaftsform. Vielen Dank, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir einen coolen Kommentar. Schreibt mir eure Frage drauf, was ihr gerne beantwortet haben möchtet. Schreibt mir am besten die Fragen auf meiner Facebook-Fanpage. Da schaue ich regelmäßiger drauf. Und gebt mir einen Daumen hoch und teilt das Video. Das würde mich sehr freuen. Bis dann, euer Alex. Ciao, ciao.